Meine Damen und Herren, und wieder hat die Direktion dieser Sendung weder Kosten noch Mühen gescheut, und so präsentieren wir Ihnen die Silver Convention. Da bin ich. Hinter euch. Genau hinter euch. Entschuldigung. Ich habe mich so angeschrieben. Ich muss mir dann merken, in welcher Reihenfolge ich euch vorstelle. Also Ramona, dann Linda und dann die Penny. Ramona, an dir merke ich, wie ich altere. Ich habe dich als Kind singen sehen. Du warst ja die Ramona des deutschen Schlagergeschäftes, nicht wahr? Ein paar Jahre her, ja. Nicht viel. Nur ein paar Jahre. Ja, aber ich weiß, du warst also so, und ich freue mich, dass du ein bisschen größer geworden bist. Nun, Ramona, in wie vielen Ländern war Fly Robin Fly ein effektiver Hit? Mein Gott, genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es in 45 Ländern veröffentlicht war, und dass es in Amerika Nummer 1 war und in Spanien und so weiter. Weißt du zufällig, wie lange ihr in den United States auf Platz 1 wart? Ich glaube 4 oder 5 Wochen. 4 oder 5 Wochen, das ist ganz toll. Du hast ja, jeder von euch hat ja selber ein Lied. Könntest du uns zunächst mal dein Beispiel von deinem neuesten bringen? Ja. Okay.
Ein Titel von Mortimer Schumann, ein Evergreen. Also toi 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 für diesen Titel. Linda, ihr solltet eigentlich zurzeit auf Tournee in den Vereinigten Staaten sein. Ramona war leider krank, daher habt ihr absagen müssen. Werdet ihr das nachholen können? Ja, das werden wir nachholen, voraussichtlich im Juni oder dann Herbst. Mhm. Auf jeden Fall alles neu wieder gebucht werden und disponiert werden. Und seid ihr schon so weit ausgebucht? Also ihr arbeitet, wie ich jetzt gesehen habe, mit Choreografie und... Ja, wir sind soweit ausgebucht. Woher stammen denn? Also eigentlich sind alle drei deutsch und die Produktion ist ja auch in München gemacht worden, daher ist der Erfolg umso gigantischer. Ja, die Produktion wurde in München gemacht, im Union-Studio, und der Komponist ist Ungar und der Produzent ist auch ein Deutscher, ein Münchner. Ich bin auch eine Münchnerin, Rune ist aus Frankfurt und die Penny ist aus Österreich. Und für alle, die nicht Englisch kennen, ist es hier natürlich sehr, sehr leicht, den Text, eine Textinhaltsangabe zu geben, denn der ganze Text heißt Flieg, Rotkehlchen, Flieg. Flieg. Schön. Linda, magst du uns auch ein Beispiel deines neuesten Titels bringen? Wie heißt es? Over the Night. Baby, oh baby, don't look at me this way. You don't know what you do. You make me dizzy with every word you say. Dankeschön, Linda. Warte, ich glaube, das war jetzt nicht offen. Hier nochmal, was hast du eben gesagt? Ich habe gesagt, Dankeschön. Bitteschön. Linda, ich wünsche euch also toi, toi, toi für die Tournee. Jetzt gehe ich da mal rüber. Mit dir habe ich ja letztes Mal was Fürchterliches angestellt. Kannst du dich noch erinnern? Wenn du mir das noch einmal machst, dann... Ja, was ist dann? Wir haben es gut überstanden, nicht? Na, es war damals Folgendes. Ich habe die Linda vor der nächsten Nummer angesagt und plötzlich war hier das K, die Penny, Entschuldigung, Penny McLean, Linda McPenny, Penny. Die Penny, aber jetzt hätte ich ganz gern zum Abschluss, dass auch du uns deinen neuesten Titel bringst. Ich glaube, ich weiß sogar, wie er heißt. 4, 3, 2, 1 und dann? Umgekehrt. 1, 2, 3, 4, just a fire. 1, 2, 3, 4, fire! My heart.
Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön. Come on, come on. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Spotlight. Aber noch einmal heißt es Bühne frei für Silver Convention and Get Up and Boogie.